Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play XCOM Enemy Unknown oder so irgendwie. Das letzte Mal haben wir unser erstes abgeschossenes Raumschiff inspiziert und sind dabei gleich fürchterlich eingefahren. Wir haben aber immerhin ein einen lebenden Alien gefangen. Könnt ein paar Körper verkaufen außerdem, sehe ich gerade. Wo sieht man das, ob wir so einen Alien haben? Facility in use, okay. Kann ich mir anschauen, was ich da bei mir habe. Please information. Stores. Einen Sektoid-Navigator habe ich. Na, schau an. Alien Alloys, Alien UFO Navigation. Sehr cool, sehr cool. Okay, na gut, machen wir mal weiter. Avalanche Missiles, okay. Und neues Frischfleisch. Okay, schauen wir mal. Equip Craft. Sky Ranger, du brauchst noch Crew. Ah, okay, nein. Okay, wir werden uns zuerst die neuen Soldaten anschauen. Die Rook ist da. Können wir vielleicht auch draußen lassen. Die Milena. Und so weiter. Milena will ich eigentlich nicht draufnehmen, die ist jetzt nicht so besonders. Genauso wenig wie Aisha Adam. Der ist wenigstens halbwegs brave. Ja, Kinipela Ngarara ist mehrfach ausgezuckt bei dieser Mission. Das war auch nicht sehr lustig, vielleicht lassen wir sie auch zu Hause. Miroslav Krawczyk, der ist allerdings besser geworden bei der Mission, das ist okay. Naomi Gutierrez, Roman Morozov, der ist auch gut. Adam Ligeti, die sind eh noch auf der Dings. So, das ist einer von den neuen, Jungo Kojima, der ist auch nicht gerade mutig. Mattis Koste ist jetzt nicht so ein guter Schütze, aber was soll's. Adebola Eventus, auch nicht wirklich ein großartiger Schütze. Jolanta Wojciechowska. Das ist eine Frau, nehme ich mal an. Die ist ziemlich stark. Ja, die nehmen wir schon mit. Mattia Bruno. Ja, der ist auch nicht berühmt mit dem, was er kann. Kalman Hegedus, der ist stärker dafür. Den nehmen wir vielleicht auch mit. Roisin Farrell ist bereits Sergeant. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er bald sterben wird. So wie vor im Tula. Naja, die arme Tula. Okay. Okay. Equipcraft. So. Die beiden lassen wir auf jeden Fall da. Da
Hikitus war auch ganz gut. Okay. So, jetzt haben wir 14 Laser Rifles. Vielleicht lassen wir tatsächlich den Rocket Launcher da. Und auch eine von den Heavy Cannons. Ah, verstehe. Wir haben da nur Munition. Der Launcher ist zerstört worden. Deshalb. Wir nehmen nur ein. Ah, warte mal, aber dann nehmen wir nicht den. Dann lassen wir den Rocket Launcher trotzdem drinnen. So. Medikits. So. Reaper Corps, Fuel Report. The Reaper contains two brains and two hearts, which allow it to function even when heavily wounded. However, its furry skin is highly flammable, making the creature vulnerable to incendiary weapons. Na schon. Also anzünden könnten wir ihn. Dagegen wäre immun gewesen, wäre nicht so gut ausgegangen. So, na dann machen wir gleich mal die Research weiter. Puh. Machen wir gleich den Sectoid Corps. Immerhin sind wir jetzt schon xenobiologisch ganz gut beieinander. Bevor wir uns mit dem Navigator beschäftigen. Okay. Und dann mehr. Okay. Intercepten wir das mal. Was mit dem Interceptor 2? Dass der auch ein bisschen Übung kriegt. Hm. Könnte das auch mit dem Sky Ranger gleich intercepten, weil das ist dort gelandet. Mhm. So, machen wir wieder Nein, speichern wir vorher ab. Options, Save Game, Let's Play, Save Game. So, aber jetzt Angriff. Jo, wir beginnen die Mission. Ja, Royce in Pharrell, du darfst das da nehmen. Das ist okay. Iva. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das weitergeben soll, nachdem was du das letzte Mal gemacht hast. Naja, gut, was soll's. Matthias Müller. Okay.
Entwicklung, die das hat. Okay. Du kriegst sowas auch noch. Ha, wir haben es mal geschafft, bei Tag irgendwo anzukommen. Das hat mich jetzt geschreckt. So, woher schießt du daher? Na gut, schauen wir mal, wie diese passen. Du glaubst, du hättest mich erschreckt? Hast du wirklich? Ah, der war aus dem ersten Stock. Puh. Bist du jetzt? Not enough time units. Okay, dann geh mal in die Knie. Jetzt hab ich bald meinen neuen Sergeant gleich verloren gehabt wieder. So, mein kleiner Eva. Richtung. Karte anschauen. Sind irgendwelche Aliens überall unterwegs. Aber das ist ziemlich cool, dass wir da ein ganzes Alienschiff kriegen. Da müssten wir eigentlich relativ viele Alien-Teile für Raumschiffe finden. Tür offen? Nein. Ah, Lorna Shaw, schau an. Die war schon mal verwundet. Die hat schon mal was überlebt. Kinipela Ngarara. Klingt gefährlich. So. Gehst jetzt noch runter. Schießen so schlecht. Aus welcher Richtung hat er geschossen? Von dort. Ja, auch aus dem ersten Stock. Tja.
aus dem ersten Stock. Boah, die sind ja arg. So, das war der dritte Alien mal. Ärgerlich, wir haben schon wieder jemanden verloren. So, du bleibst auf jeden Fall mal da heraußen. Hast du nämlich die Möglichkeit. Oh. Roman Morosov. So, die gute Lorna geht auch in diese Richtung. Was ist mit dir? Soll er dich nicht annehmen? Okay. Und wir machen wieder. Da ist schon wieder jemand auf uns geschossen. Da in diese Richtung. Aus dieser Richtung. So, warte mal, wir müssen da wieder runtergehen. Sonst kann man nicht schießen nach dem Gehen. So, wie ist das mit dir? Ah, okay. Mm-hmm.
uns geschossen. Rein theoretisch müssten wir den doch sehen können. Ja, außer natürlich, er hat sich nach dem Schießen bewegt. Mach dich klein. Und schau, ob du ihn siehst nachher. Ja, das war, ach Gott, das war jetzt ein verlorener Zug mit Adebula Eventus. Ich wollte doch nur rauf ins Raumschiff. Ach Gott. Ehrlich. So, Jolanta, was machen wir mit dir? Und für sich. Wie wird das aus? Kannst du da weitergehen? Du hast das Gleiche gemacht. Das ist ja schrecklich. So, Royce in Pharrell. Schauen wir uns das da an die Tür. So, da ist niemand. Matthias Müller. Silvio. Sollte da oben nicht irgendwo ein Alien zu sehen sein? Ja, du machst die Tür hinter dir zu. Ich habe doch keine Lust, davon Aliens beschossen zu werden aus dem Dachboden da. Oder woher auch immer. Noch weiter oben vielleicht? Nö. Sehen tue ich sie auf jeden Fall nicht. Ach, da ist er. Da ist er. Hinten. Das heißt, mit dir sollte ich ihn eigentlich sehen jetzt. Hab dich. Sehr gut. Los, Roman. Sehr gut, sehr gut. Ja, warte mal, da oben war ich doch schon, oder? Da oben bin ich schon, will ich eher sagen.
So, dann gehst du da jetzt mal in diese Richtung. Gut, der ist im Apfelgarten. Der ist da. Passt, der bleibt da stehen. Im Apfelgarten, die Jolanta. Ja, ich weiß es schon. Können wir nicht machen. Darauf. Wichtig. Wo ist eigentlich das Raumschiff? Das ist eine Monsterkarte. Ah, da oben. Ist das das Raumschiff? Ich glaube schon. So. Wie war? Das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Aber wir werden dann den da nur dumm gehen. Will, gehen diese Wände nicht weg, ist eh klar. Da wäre ein Loch vielleicht gar nicht so unpraktisch gewesen an der Stelle. Aber denkst du? Alle gefahren? Na dann, nächste Runde. Ja, sind wieder ein Haufen Raumschiff zurückgeblieben. Das gefällt mir gar nicht. Die, die im Raumschiff sind, machen uns sicher Schwierigkeiten. Na gut. Oder? Das wollte ich jetzt gar nicht. Wir werden an dieser Stelle allerdings abbrechen. Ich werde hier auch speichern. Es ist jetzt einer gestorben. Meine Güte, mit dem müssen wir leben. Ich werde auch schlafen gehen. Und morgen weitermachen. Also Herrschaften für euch. An euch. Eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüssi.